Willkommen am dritten Tag der RC3 2021 im Chaosstudio Hamburg um 15:30 Uhr. Und hier ist wieder der tägliche Bericht aus dem Chor, der Chorwerkstatt, dem Chorworkshop. Hier sind, ich brauche sie, glaube ich, nicht mehr vorzustellen, Pico und Tisi. Bitte, go ahead, die Bühne gehört euch. Dankeschön. Dankeschön. Also, die gute Nachricht ist, die Playbacks für die Aufnahmen sind jetzt online und wir treffen uns gleich um 16 Uhr auf Jamulis, um alles aufzunehmen. Das ist schon mal das Wichtigste an Fakten, was wir jetzt gerade mitzuteilen haben. Yes. Und wir haben bisher jetzt ganz viel gewerkelt und Sachen vorbereitet. Und vielleicht ist es ganz interessant, gleich mal so ein Teaser zu zeigen. Wir haben ein Video vorbereiten lassen. Liebe Regie. Das habe ich vorbereitet. Ah, ja. Und dann losgeschickt. Und genau. Und die. Und dann haben die natürlich, das wurde natürlich vorbereitet. Genau. Und das die geliebte natürlich. Regie darf das jetzt einspielen. Genau. Ja, also da könnt ihr schon hören, wie sich das Arrangement nachher so ein bisschen gestalten wird. Also ungefähr ist schon ein kleiner Ausschnitt. Das, was da an elektronischen Stimmen gerade zu hören ist, ohne Worte, das kommt hoffentlich von euch allen. Gleich bei der Choraufnahme um 4 Uhr auf Jamulis oder ihr könnt uns auch die Sachen schicken. Das ist alles verlinkt, falls ihr die Links noch nicht gesehen habt, die findet ihr da unter der Bauchbinde. Genau, ccchoir.de. Da findet ihr ganz viele Informationen und vor allem findet ihr da ein paar wundervolle Playbacks. Ich bin total begeistert. Es gibt nicht nur einfach die Tracks zum Üben für jede Stimme einzeln, dass man sich die Melodie schon mal vorspielen kann, sondern es gibt auch richtig coole Playbacks, bei denen man seine eigene Melodiestimme gut hört und trotzdem schon richtig geile Musik hat. Also ich bin schon wieder ziemlich begeistert, was so technisch schon vorher vorbereitet werden kann. Also ich habe das so gemacht, dass das geht mit 2 Takten Beat los, dann kommt einmal die Melodiestimme vorne weg und dann wird 4-mal die jeweilige Registerstimme wiederholt, sodass ihr einfach das 4-mal singen könnt oder auch beim 2. Mal erst einsteigen und das ein paar Mal wiederholen könnt, ohne dass ihr dauernd wieder auf Start und Stopp drücken müsst, wenn ihr das selbst aufnehmen solltet und uns was schicken wollt. Genau. Ich habe versucht, es so convenient wie möglich zu gestalten. Auch wenn ihr es jetzt nicht mehr schafft, bis 16 Uhr, diese Sachen vollständig auswendig zu lernen oder auch nur einfach nur durchzuhören, kommt gerne vorbei. Wichtig ist, dass ihr Jamulis installiert habt und dass ihr tatsächlich möglichst vorher das ein bisschen getestet habt. Wenn ihr das nicht hinkriegt, wenn es für euch überhaupt nicht funktioniert, habt ihr erstens die Möglichkeit, trotzdem bei der Chorprobe teilzunehmen oder zumindest auf eine Art und Weise zuzuhören, nämlich indem ihr in einen Big Blue Button Raum geht, den wir euch auch auf ccchoir.de, also in der URL, die da unten eingeblendet ist, auch verlinkt haben. Und wenn ihr dann wirklich beim Endprodukt mitgesungen haben wollt, dann, wie Thies schon gesagt hat, tut euch die Playbacks auf die Ohren, singt eure Stimme mit, nehmt das auf. Und zwar so, dass das Playback eben nicht auf der Aufnahme ist, weil sonst haben wir ganz viele, das lässt sich halt bei uns nicht mehr trennen. Und schickt es uns, ladet es uns hoch. Die Upload-Links dürfte es auch schon auf ccchoir.de geben.
Vielleicht mal kurz die Aufschlüsselung des Akronyms nochmal, weil da auch gerade die Frage kam, wofür das eigentlich steht. Das steht für Chaos Communication Choir. Und das Ganze ist, glaube ich, 2018 entstanden. Ich glaube sogar schon 2017. Oder 2017, ja, genau. Ganz genau. Also das, genau, den Chor gibt es schon, da können wir tatsächlich mal ein bisschen Chorgeschichte noch erwähnen. Den Chor gab es ursprünglich für die Filmmusik des Dokumentarfilms All Creatures Welcome von Sandra Trostel. Und, auch bekannt als Filmgizmo in der Kamera. Genau. Wahrscheinlich fast eher. Ja. Und falls ihr den Film nicht kennt, schaut ihn euch an. Es gibt ihn frei im Netz, denn freie Information ist toll. Und da hat jemand uns, also Thies, ich glaube, du kannst es besser erklären, warum der frei ist und warum das wichtig ist. Ja, weil es wichtig ist, dass der Film ein Film über die Community und die Communities um den CCC herum frei verfügbar ist, haben wir gedacht damals. Und deswegen haben wir uns bemüht, dass der gecrowdfunded wird. Also der ist tatsächlich von der Community bezahlt worden und deswegen dann auch frei verfügbar nach wie vor auf MediaCCC, YouTube, Vimeo. Ihr braucht es einfach nur in eine Suchmaschine eurer Wahl einzugeben, All Creatures Welcome, falls es euch interessiert. Dann könnt ihr den sehen und da ganz im Abspann, falls das tatsächlich jemand nicht gesehen haben sollte. Im Abspann hört ihr einen tatsächlich relativ vielstimmigen Chor mit 220 Leuten oder so. Das war der Gründungsmoment unseres Chors tatsächlich. Genau, am Ende des Films. Das war der Kongress 2017 vor 4 Jahren. Mhm. Ja. Vier Jahre. Ja, krass. Und das ist aber nur die eine Hälfte oder die eine Seite der Geschichte des CCC Chor. Die andere Hälfte ist, also ich hatte vorher nicht viel mit dem Film zu tun oder nicht auf diese Art und Weise, nicht viel mit der Filmmusik, aber ich bin einfach Chorleiterin von Beruf und habe sehr viele Menschen auf den Kongressen kennengelernt, die gemeint haben, so ja, sie singt total gerne, komm, lass uns mehr singen. Und habe mir dann gedacht, okay, ich schreibe einfach mal eine Chorsession aus. Ein Stück findet sich dann. Im Notfall nehme ich irgendwie einen Chorsatz von Die Gedanken sind frei oder so. Das, ja, und war dann so am Überlegen und habe einfach diese Session angebracht. War also ein Chorleiter ohne Musik. Und wir hatten Musik ohne Chor tatsächlich. Genau, und also der Film. Es gab die Idee, wir brauchen irgendwie einen Chor, wir brauchen einen Hacker-Chor für den Filmabspann. Und kam das so zusammen. Also. Genau, und das war lustigerweise, dass das wirklich genau am selben Kongress sich so gefunden hat, dass unabhängig voneinander tatsächlich. Die Chor-Session war schon eingeleitet und wir hatten diese Idee schon. Und dann haben wir zusammen die 4 Stimmen geschrieben und uns festgeklopft. Und dann dachten wir, vielleicht kommen da so 25, 30 Leute. Und da standen dann auf einmal 200 Leute in diesem engen Sessionraum. Das war ja noch vor der Pandemie, da ging das noch ganz gut. Mhm. Und hoffentlich geht es bald irgendwann wieder, dass wir uns alle in Wirklichkeit treffen. Es war auch sehr witzig, weil ich hatte so, ja, wir nehmen den größten Sessionraum, den wir kriegen können. Das werden sicher viele Leute, weil ich eben mitgekriegt habe, dass ganz viele Leute gemeint haben, ja, voll gern. Und irgendwer hat mir gegenüber gesagt, so, bist du dir sicher, dass du so einen großen Raum brauchst? Und ich glaube, ich werde auch Wetten eingegangen, dass der Raum überfüllt wird. Und es ist es dann ja auch tatsächlich. Also das ist tatsächlich eine total schöne Geschichte. Und dann standen wir in dieser Probe und das Schöne war, dass es ganz unterschiedliche Vorgeschichten gab. Also es gab Leute, die haben viel mehr Chor gesungen als ich und die super perfekt vorbereitet waren, aus dem Tenor kamen, ja, hier ist das hier so ein Fehler oder ist das genauso? Es war ein Fehler. Es war ein Fehler, ja. Genau. Das musste dann von Hand Bleistift, genau. Mit einem wandernden Bleistift korrigiert werden. Natürlich gab es auch Leute, die so gut vorbereitet waren, dass sie sich einen Bleistift mitgenommen hatten. Und also ganz, ganz viele Leute, die halt wirklich super gut die ihre Stimmen auch vorher geübt hatten. Und dann gab es auch ein paar Leute, die gemeint haben, so, habe ich noch nie gemacht, probiere ich mal aus.
und die dann trotzdem, also die super reingepasst haben. Und das können wir heute auch wieder machen. Deshalb, auch wenn ihr euch nicht so ganz traut und nicht wisst, wie funktioniert das, wie wird das klappen, wir haben keine begrenzten Plätze, soweit ich weiß. Und wir können einfach zusammen singen und mal schauen, wie sich das anfühlt. Deshalb traut euch total gerne rein. Genau. Was vielleicht noch interessant ist, also letztes Jahr, das war ja auch schon ein Remote Congress und da haben wir es auch schon geschafft, zusammen ein Stück Musik zu produzieren, das auch in den 4 Tagen zusammengeschraubt wurde und aufgenommen. Da waren tatsächlich auch sehr viele Instrumentalbeiträge. Bisher haben wir vor allem ein Euphonium, das sich gemeldet hat. The what? Ein Euphonium wird mitspielen. Soweit, wenn es denn kommt. Aber es hat sich jemand gemeldet. Und ich habe die Noten auf Twitter als JPEG verschickt, in dem Fall, persönlich. Und ich hoffe, da kommt was. Ich bin gespannt. Das heißt, falls bei euch irgendwie, also ihr merkt so, Musik machen, yay, aber so selber singen, nee, dann schaut euch die Scores an oder hört euch die Scores an, improvisiert was dazu oder schreibt euch eine eigene Stimme oder fragt uns, ob wir, kriegen wir das noch hin, wenn wir jetzt noch Zuschriften kriegen, dass jemand gerne, keine Ahnung, ich möchte gerne mit der Geige noch dabei sein. Wenn es nicht zu viel ist, oder? Challenge accepted. Okay, genau. Also schreibt uns an oder macht das, findet selber eine Stimme für euch und wir basteln das. Thies bastelt das bis morgen zusammen. Dafür unendlich vielen Dank und größten Respekt, Thies, dass du da so geile Musik draus machst. Und genau. Und dann gibt es morgen um. Wie viel 18 Uhr sind wir dann für die große Präsentation online. Da haben wir dann tatsächlich auch eine ganze Stunde, um die gesamte Geschichte des neuen Tracks nochmal aufzuschlüsseln und ein bisschen zu plaudern darüber, wie wir da hingekommen sind und was uns alles passiert ist. Und was auch vielleicht noch von Bedeutung ist, habe ich jetzt vergessen. Ich wollte gerade noch sagen, jetzt habe ich es vergessen. Sehr gut. ja. Während ich sagte, dass es von Bedeutung ist, ist es aus meinem Kopf entfleucht. Ja, was von Bedeutung ist, ist jetzt noch Jamulus installieren und auszuprobieren vor 16 Uhr. Denkt dran, auf Linux ist das nochmal ein bisschen frickeliger. Und dann um 16 Uhr auf dem Server, den ihr auf ccchoir.de finden könnt, sich einzuloggen und ja, dann zusammen mit uns zu singen. Genau. Yes, dann sind wir für unseren heutigen Werkstattbericht durch. Wir haben uns sehr gefreut, mal wieder was von euch, was von uns erzählen zu können und wie es jetzt so weitergeht. Und ich bin super gespannt auf die Chorprobe. Ach so, genau. Jetzt fällt es mir ein. Bis Mitternacht sollten die Contributions hochgeladen sein, wenn irgend möglich. Falls ihr es bis dahin nicht schafft und noch Nachzügler seid, dann bitte schreibt mir irgendwie eine DM auf Twitter, damit ich das dann noch mitkriege. Genau. Oder falls ihr Twitter vermeiden wollt, schreibt mir auf Mastodon. Genau, schreibt mir auf Mastodon. Oder mir auch, ich bin da auch. Ah, ja, sehr gut. Und auch da haben wir den Hashtag CCChoir. Chaos Communication Choir. Yes. Dann bis hoffentlich nachher. Bis gleich.